Ich denke, das Spiel wird wenig mit Fußball zu tun haben. Ich denke, da geht es ausschließlich um den Kampf. Braunschweig ist sowieso eine Mannschaft, die mehr oder weniger über den Kampf kommt. Das müssen wir annehmen. Und darüber hinaus dann versuchen, unserer fußballerischen Qualität dann das Spiel zu gewinnen. Aber in erster Linie geht es darum, den Kampf anzunehmen.